Ja. Und jetzt? Oh Gott. Läuft das jetzt? Es läuft, glaube ich, ne? Ja, slow. Das ist alles ganz schön. Ich hätte, glaube ich, doch lieber warten sollen mit der Steam Engine. Puh, das Problem ist, wir kriegen jetzt nicht überall alles mit, ne? Was jetzt hier so rumfliegt und alles. Es ist sehr, sehr laut auch. Aber gut. Wir können loslegen. Oh, alter, Wood brauchen wir erstmal gar nicht. Genau wie Scrap Metal. Das brauchen wir jetzt alles gar nicht mehr. Food können wir jetzt sammeln und trinken. Was sehr geil ist. Okay, es geht wieder los. Wir müssen nur auf Minen und so achten, ne? Ich würde echt gern wissen, was der Afterburner ist. Oh, Alter, ist sie schnell, die Steam Engine. Wow. Oh, Alter. Quietsch! Alter, ist die schnell, die Steam Engine. Holy shit, ich bin jetzt am Wasser vorbeigefahren und an keine Ahnung was. Oh, guck mal, da oben ist der Dings. Null. Kann ich überhaupt jetzt noch rückwärts fahren? Ich frage für einen Freund. Nur fürs Gemüt. Hau bloß ab. Hau bloß ab, mein Freund. Wo ist der? Was war's wohl mit dir, hä? Ja, ja. Ah, Leder. Guck mal, kann ihn rumschubsen. Hui! Hui! Ah. Ja, ganz toll. Ein bisschen Munition verblasen, ist nicht so schlimm. Ja, das mit der Steam Engine bereue ich ein bisschen, muss ich tatsächlich sagen, glaube ich. Ich glaube, ich bereue das ein bisschen. Zumindest alleine im Singleplayer. Obwohl, eigentlich braucht man nicht mehr so viele Ressourcen, ne? Eigentlich brauchen wir keine, also nicht mehr viele. Weil wir haben alles, was wir brauchen eigentlich, ne? Ich muss jetzt nur... Oh, mich so um Nahrung kümmern, so ein Kram. Oh, oh. Oh, oh. Oh, wir haben kein Fuel mehr. Reduziert bei 80%. Warum? Oh man, fuck. Das funktioniert, glaube ich, echt besser mit zwei Mann. Oh, Alter. Was ist mit ihm denn? Hau ab, Mann. Verzieh dich, Junge. So. Nee, das bereue ich tatsächlich ein bisschen. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil... Das ist einfacher, im Singleplayer mit der Draisine zu fahren, weil du ein bisschen mehr Kontrolle darüber hast, weil hier hast du erstens keine Übersicht jetzt mehr. Zweitens, klar, wir haben natürlich, wir haben alles, was wir brauchen. Wir brauchen eigentlich nur noch Nahrung und so ein Kram und die Kisten. Aber ich bereue das, weil die Kontrolle
wie schnell das Ding ist und so. Vielleicht jetzt im späteren Verlauf vielleicht besser, aber jetzt für uns gerade echt schlecht. Ich bin gewollt, das Ding vielleicht sogar abzubauen bei der nächsten Runde. Jetzt werden wir erstmal Gesellschaft kriegen, weil ihr seht schon, wir haben ja das zweite Gleis schon wieder da. Ja. Schauen wir mal. Afterburner. Los geht's. Sieht irgendwie cool aus. Die Frage ist, stehen bleiben oder weiterfahren? Afterburner, geht das nicht? Was passiert jetzt? Geht das überhaupt? Wir haben kein Wasser mehr, ne? Oh nein, und die kommen jetzt. Oh fuck, und wir haben kein Wasser mehr. Oh shit, leck mich doch fett. Leck mich fett, genau jetzt kommen die. Oh fuck, Mann. Vielleicht hätten wir den auch wegfahren können. Oh, die haben auch einen Afterburner mittlerweile, oder? Yo, die haben auch aufgerüstet, die Jungs. Holy shit, Alter. Die Jungs haben aufgerüstet. Die Jungs haben aufgerüstet. Moin. Stirb langsam, jetzt erst recht. Alter, hau ab von meinem Zug. Geh runter von meinem Zug. Hast du immer noch einen Fahrschein? Da ist doch irgendwo jemand, ne? Oder? War's das? Puh. Oh ja, man kann auf jeden Fall noch mehr haben, glaube ich, so wie das aussieht. Weil hier sind auf jeden Fall jetzt noch mehr Waggons dran als Vino 2. Also noch einer und noch ein bisschen länger. Die können auch noch breiter werden, so wie das aussieht. Okay, das haben wir ganz gut hinbekommen, glaube ich. So, die Münzen nehme ich mit. Oh, Kohle und Barren. Oh, holy shit. Oh, wie geil das denn hier? Wie geil ist das denn hier? Oder ist das hier das halbe Dach, was wir bekommen haben vielleicht? So hätte ich das gerne. Okay, man kann die Steam Engine anscheinend auch zerstören, weil ich habe hier eine Lebensanzeige davon. Krass. Kann ich den Kleinen eigentlich irgendwo platzieren, den ich in der Tasche habe? Oh nee, dann verschwindet der wahrscheinlich wieder, ne? So, da ist nichts drin. Kohle. Hä, voll die Europaletten. Was ist denn hier los? Was transportieren die denn hier? Was ist das hier? Oh, ist das ein Wassertank? Ja, Wasserbidon. Müssen wir ein bisschen was herstellen demnächst, wa? Das, und der Afterburner, ich weiß nicht, wie der genau funktioniert. Okay, das sieht krass aus hier. Wir haben hier auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgeräumt. Wir sind sehr gut. Chemikalie will ich nicht. Wir sind auf jeden Fall sehr gut, oder? Doch, wir haben, glaube ich. Wir sind auf jeden Fall ein bisschen besser bewaffnet mittlerweile. Also wir kriegen das richtig gut hin. Jetzt können wir erstmal wieder einräumen. Chemikalie einmal. Ich wusste, dass wir was noch hatten. Leder. Ja, das ist blöd. Ah, das mit dem Leder. Das ärgert mich. Wir haben so viel Leder. Da können wir aber, glaube ich... Können wir nochmal Verband herstellen? Da brauchen wir nochmal den Sterilisierer, ne? Haben wir ja, glaube ich. Genau. Dann würde ich nochmal zwei Verbände herstellen einfach. Einfach, weil wir es können. Barren. Barren. Bei den Roffels will ich jetzt, glaube ich, nicht mehr dran gehen. Weil wir
genug von den Sachen haben, die die haben, weil die sammeln ja anscheinend ja nur Holz und Scrap Metal. So, wir haben hier Eis. Wir haben zu essen. Was ich hier reinpacke. Wasser müssen wir uns gleich drum kümmern, ne? Für die Dampflok. Kohle haben wir auch jede Menge jetzt gefunden. Alter Schwede. Da können wir hier tatsächlich nochmal einen Container machen mit Kohle. Weil den werden wir jetzt wahrscheinlich brauchen auch für die Lok, damit die schneller läuft. Also die Steam Engine. Oder weil es schneller läuft, aber damit es besser läuft. Und damit wir auch vorankommen. Ich bereue es erst tatsächlich ein bisschen, die gebaut zu haben, muss ich sagen. Ich bereue es ein bisschen. Aber man sieht da drüben, hier ist geschlossen. Es könnte sein, dass da Wassertanks hier reinkommen, dass man die nachträglich bauen kann. Weil da drüben ist auf jeden Fall, haben die das zu, wie ihr seht. Ah, und so eine Gun brauche ich. Auf jeden Fall brauche ich so eine Waffe. Das ist das Nonplusultra. Okay, die Jungs haben auf jeden Fall auch aufgerüstet. Also, Kohle. Da. Und die Münze, wenn es geht, würde ich vielleicht hinten reinpacken. So, ja. Okay, pass up. Waterbidon, ne? Wo bauen wir die nochmal? Im Crusher, oder? Zwei von den grünen Flaschen und fünf von den Eisklumpen von den kleinen. Okay, schauen wir mal. Wie viel haben wir denn? Ja, da dürfen wir, glaube ich, zwei hergestellt bekommen. Das Wasser hält auf jeden Fall. Okay. Gut. Heißt, uns fehlt A5, ne? Wenn er jetzt gerade herstellt, kann ich ja nochmal gucken. Einmal Dry Ice, weil wir brauchen nämlich Dry Ice. Kann ich eigentlich rückwärts fahren? Geht das? Ich glaube nicht, ne? Doch, Switch Direction, okay. Activate Afterburner. Ne, will ich nicht. Build slow. Einmal rückwärts, bitte. Aber nur ein bisschen. Weil da hinten ja schon das Dingen ist. Weil da auch nochmal Dry Ice ist. Das würde ich gerne mitnehmen. Und da hinten nämlich auch. Aber da komme ich bestimmt nicht dran, ne? Warte mal. Vielleicht mit dem Ring. Obwohl, wir können noch ein Stück zurücksetzen. So ist das nicht. Also man kann doch noch zurückfahren. Okay. So, warte. Und anhalten! Tschu-tschu! So, da hinten ist Dry Ice. Vielleicht kommen wir da dran. Schauen wir mal. Vielleicht reicht's schon. Jo. Nein! Ich wollte eigentlich gar kein Holz, aber egal. So. Dann können wir nämlich noch ein Waterbidon bauen. Dann haben wir zwei. Was sehr schön ist. Okay, dauert 30 Sekunden. Wie gesagt, die Roffel, die fasse ich jetzt nicht an hier, unsere Freunde Fridolin und so. Weil die halt... Oh, da ist Kohle. Oh, dazu muss ich aber Dings liegen lassen. Warte mal. Mein kleiner Freund, du musst mal eben kurz warten da unten. Ich hole dich gleich wieder, ja? Versprochen. Kohle! Kohle brauchen wir. So. So, dann gehe ich den kleinen Scheißer mal wieder holen. Was machen wir denn, oder kann ich den platzieren in so einem Schrank? Warte mal. Ich würde mal, weil wir ja auch ein bisschen was haben an Reserven. Man konnte ja die Kiste auch in so einem Regal bauen, ne? Ich will mal eben so ein Teil bauen. Warte mal, was brauchen wir denn dafür? Einmal Schrauben, ein Barren und einmal Wood. Einmal Schrauben, einmal Barren, einmal Wood. Haben wir doch Schrauben übrig? Ein Barren.
Einmal Schrauben und einmal Wood. Wood haben wir. Okay, wir müssen einmal Schrauben herstellen. Mach ich mal eben. Das war hier. So, ich gucke nochmal hier drüben wegen Eis und so, weil das werden wir jetzt anscheinend ja brauchen. Um unsere Steam Engine zu kühlen. Da ist nochmal Nahrung. Ja, mein Kleiner, ich hoffe, ich kann dich da hin platzieren, ich bin mir nicht sicher. Kann ich eigentlich auf dem Zug? Ja, das ist sehr schön. Da ist auch Eis. Nein, ich will... Oh. Ich wollte... Ich habe auf Eis gezielt. Ihr habt's gesehen. Da ist auch nochmal Eis. Komme ich da dran? Ich komme. Na. Nur noch ein Stückchen. Ach, da fehlt doch nur ein Millimeter. Verdammt. Egal. So, pass auf. Ich frage mich, ob man den wegfahren kann. Also davonfahren kann. Wenn die kommen. Das frage ich mich. So, Schrauben. Pass up. Dann würde ich den einmal, wenn das geht, ich weiß es nicht, hier platzieren. Ich mach's mal hier hin. So. Und dann würde ich mal schauen. Kann ich... Hold. Achso. Kann ich ihn placen? Da. Bleibt er da stehen? Ich probiere das mal. Ja, das geht. Okay, super. Das funktioniert. Ich würde den mal aber oben hin platzieren, wenn das möglich wäre. Ja, da. Hallo! Oh, der ist ja auch niedlich. Alle Farben haben wir jetzt fast. Also glaube ich, keine Ahnung. Ja, pass auf. Dann machen wir hier mal Waterbidon rein. Fuel. Erstmal geht's los. Ich muss gleich ein bisschen meinen Schutz aufrüsten. Ah, wie gesagt, ich bereue es ein bisschen, die Steam Engine. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Wie hatten wir die Wände jetzt nochmal gebaut? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe es schon wieder vergessen. Irgendwie am Hammer geklickt oder so, ne? War das, glaube ich, ne? In diesem Bildmenü. Oh, da ist Eis. Hallo? Eis, brauchen wir jede Menge. War, glaube ich, durch die Prophezeiung auch wichtig jetzt, ne? Kriegen wir, glaube ich, jetzt auch ein bisschen mehr. Da auch. Da drüben ist auch noch was. Bremsen! Bremse! Wo war denn das? Sind wir schon dran vorbei? Oh mein Gott, es geht so schnell mit dem Zug. Ich bin mir unsicher. Wo war denn das jetzt? Oder war das hier? Hä, wo hatte ich das denn gesehen? Bin ich blöd? Warte mal. Ja, ich bin blöd. Ah, gut, okay. Ist auch egal. Was sagt denn eigentlich unsere Dings? Er hat immer noch Fuel drin. Ah, da baut er... Okay, bei Slow. Ah, verstehe. Bei Slow braucht er 0 Antrieb und 0 Wasser. Bei Medium braucht er 100. Okay. Ich verstehe das System. Also glaube ich zumindest mittlerweile. Okay, verstehe. Also brauchen wir das wirklich nur, wenn wir... Okay, aber gut, dann können wir ein bisschen sammeln. Da ist das. Da wollte ich hin.
Hua, glaube ich zumindest. Jo. Sieht schon cool aus, ne? Da ist auch nochmal Eis da drüben. Im Prinzip geht es jetzt eh nur noch darum erstmal. Oh, wir haben Hunger. Oh. So. Hunger und Durst mal eben stillen. So. Alter, der ist so voll verfressen, ne, der Kerl. Das ist unfassbar. Unversoffen ist er. So, Essen müssen wir auf jeden Fall auch wieder herstellen ein bisschen und trinken. Würde ich gleich mal direkt machen, wenn wir schon einmal dabei sind. Ja. Machen wir direkt mal. So. Währenddessen können wir weiter düsen. Switch Direction. Break, okay. So, Eis nehme ich mit. Ist das jetzt... Ist das slow? Nein, nicht medium. Ah, slow. Du sollst slow fahren, Mann. Das wirkte mir gerade nämlich schon so schnell. Das kam mir jetzt gerade auch schon so ein bisschen schnell vor, muss ich sagen. Ach, wisst ihr noch, wie wir Scrap Metal gesammelt haben und Holz, weil wir das alles brauchten und wollten und tralala. Und jetzt, haha, lachen wir darüber. Als wäre es gestern gewesen. Und da Fireflies da hinten. Ich soll die Augen aufhalten, ne? Water! Was ist das hier hinter? Achso. Wir lassen auf jeden Fall jede Menge an Ressourcen hinter uns, aber das ist mir auch egal, weil eigentlich im Prinzip wir brauchen, so viel brauchen wir ja nicht. Aber gut, dass wir die Prophezeiung eingesetzt haben, muss ich sagen. Weil um schneller zu fahren, brauchen wir ja Eis und so ein Kram. So. Trinken, haben wir gesagt, ne? Aber trinken müssen wir ja auch herstellen. Das braucht ja auch Eis. Oh Mann. Naja. Egal. So, Futter haben wir hergestellt. Können wir auch wieder hier reinpacken. Nicht ganz voll, aber egal. Aber wieso hat der... Achso, weil wir einfach Gas gegeben haben, hat er gestartet. Wir müssen das schon händisch machen, auf Slow stellen, sonst... brezelt er uns hier alles weg. Wir haben schon ein bisschen Wasser verbraucht und ein bisschen Wood. Aber gut. Ja, ich weiß, ich habe zwar gesagt, dass ich es abreißen werde, aber ich bin noch nicht mit mir im Reinen damit, ob ich das machen werde oder nicht. Keine Ahnung. So, jetzt gehe ich da dran, weil wir Wood brauchen. 10-mal Wood? Willst du mich verarschen? Uff. Uff. Ja, das ist ja, Change. Wir haben 21 mal Wood. Das, ja. Hier kann nochmal 5 rein. Ist ja nicht so, dass wir genug haben mittlerweile. So, und Scrap Metal wieder, jede Menge. Das war schon mittlerweile hier irgendwo drin, ne? Ja, machen wir es mal so. Kohle. So, hinten haben wir noch Kohle drin, ne? Alter, die sammeln einfach weiter. Ich wusste gar nicht, dass sie weiter sammeln. Ich bin davon ausgegangen, dass die irgendwann aufhören. Also wenn die Klappe zu ist, dass es reicht und das war's dann, aber anscheinend nicht. So, Getränke haben wir auch wieder am Start. Sehr schön. Und hier Leaves für Tee. Aber Tee können wir, glaube ich, noch nicht herstellen. Die Barren. Ja, alles voll. Ja, hier. Okay, und da können wir auch noch was Scrap-Mittel reinpacken. Ja, machen wir das so. Erstmal. Ja. So.
sehr schön. Ich würde sagen, fürs Erste soll es das erstmal wieder gewesen sein mit unserer Reise. Wir haben einiges erlebt. Holy shit. Uff, Steam Engine, Wände, umgebaut, entfernt, hinzugefügt. Was mag da alles noch kommen auf unserer Reise? Wir haben einen neuen Freund schon wieder gewonnen und ja, mit der Steam Engine muss ich mal gucken. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob wir die lassen oder wieder abreisen, weil sie nimmt doch schon viel Platz weg. Weil jetzt so für mich alleine im Singleplayer, sag ich mal, ist das schon sehr umständlich. Weil die sieht's mal rumrennen bis hierhin, um dann halt zu stoppen. Da war das mit der Händel vorne schon einfacher. Und halt, wir fahren halt langsam. Warum soll ich jetzt schnell fahren? Klar, ich kann denen wahrscheinlich entkommen. Problem ist, wenn Minen kommen, habe ich das Bedürfnis, schnell zu bremsen. Aber wenn der schnell fährt, wird er nicht so schnell bremsen. Und dann haben wir mal einen Zug gehabt. Und da habe ich so ein bisschen Angst vor. Und aktuell sehe ich noch nicht den Grund, warum wir schnell fahren sollten. Und die Jungs kriegen wir da ganz gut über den Haufen geschossen. Und wir können auch mit der Draisine schnell fahren, muss man sagen. Denn wenn wir da mal schnell zwei, dreimal pumpen, dann fährt der auch schnell, der Zug. Also, nun gut. Ich weiß noch nicht, ob wir den im nächsten Depot wieder abbauen. Die Steam Engine weiß ich nicht, kann ich nicht versprechen. Trotzdem auf jeden Fall mal erstmal cool, cool ist zu haben und cool auch mal gesehen zu haben. Ja, unsere Reise geht auf jeden Fall weiter. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen in der nächsten Folge. Und dann, ja, werden wir uns hier an der Stelle wiedersehen und ja, schauen wir mal, was dann unsere Abenteuer erwarten, was da noch auf uns zukommt, vor allen Dingen. Ja, ich weiß, ich bin zu kotzen. So, bis dann, ich bin raus, euer Flexi, macht's gut, bis zur nächsten Folge, tschüss!